Herzlich willkommen, grüezi wohl miteinander, guten Tag zusammen zu unserem Webinar Future Retail 2.0. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem neuen zweiten Webinar aus der Trilogie der Bison. Wir möchten Ihnen gerne heute Folgendes vorstellen. Mein Name ist Petra Cennoni. Ich leite das Ressort Vertrieb der Bison Gruppe. An meiner Seite, zur linken Seite, André Schaffner. Er verantwortet den gesamten Geschäftsbereich ESL und Digital Signage. Und Harry Hofstettner. Er ist von der Firma Trihau, Trendforscher, und wird Ihnen auch zeigen, wohin unabhängig davon die Trends in 2022 und auch noch in Zukunft gehen werden im Retail. Wir möchten Sie gerne einladen, einen kurzen Recap zu machen, was wir im Oktober in unserem Webinar Omnichannel Business gemacht haben. Wie gesagt, dann kommt Harry mit Future Retail Trends und André Schaffner mit Bison ESL, unserer ganz großen Produktgruppe im Bereich Electronic Shelf Labels, aus dem Fokus, dass wir heute sagen, weil wir Pioneering waren, simple Preisauszeichnung war gestern. Vielen Dank. Für alle, die uns noch nicht kennen, möchte ich ganz kurz unser Unternehmen vorstellen. Wir sind seit 1983 tätig im Handel. Wir leben und lieben den Handel. Und wir sagen ganz klar, unsere Lösungen über die gesamte Handelsbranche verschaffen unseren Kunden eine dauerhafte Lösung, Nasenlänge Vorsprung. Wir sind 1983 gegründet, wir haben 300 Mitarbeiter, 1000 Kunden und derzeit wahrscheinlich schon über 70 Millionen Schweizer Franken Umsatz. Die Bison bewegt sich im Dachbereich. Wir haben unseren Hauptsitz in Sursee, das ist in der schönen Zentralschweiz. Wir haben aber auch eine Westschweizer Niederlassung in Pido und sind vertreten auch in Winterthur. In Deutschland haben wir zwei Standorte, in Kaiserslautern und in Hamburg. Was macht die Bison so speziell, wenn ich sage, wir leben und wir lieben den Handel? Wir entwickeln ausschließlich Lösungen als Softwarehersteller für den Handel. Und wir nennen das, wir sind in der Welt des Handels. Und alle Produkte, die wir Ihnen präsentieren und die wir auch haben, sind im Bereich des Handels aufgestellt. Das beginnt von der Zentrale über das Lager bis und mit zur Filiale, mit verschiedensten Formen der Filiale. Und wir sind sehr stolz darauf zu sagen, dass wir das seit 35 Jahren sehr erfolgreich tun. Wir haben unsere Produkte, dadurch, dass wir Softwarehersteller sind, auf verschiedene Standbeine gesetzt. Wir haben Basislösungen sowohl im Bereich Retail, wir haben Basislösungen im Bereich Store, wir haben Basislösungen im Bereich ESL, das wir Ihnen heute ganz explizit vorstellen gerne möchten in unserem Produktportfolio. Und wir haben natürlich auch integrierte Lösungen. Das heißt, wir können mit unserer Bison Smart Retail Plattform sämtliche Fremdprodukte oder auch Fremdlösungen anpassen. Ganz kurz möchte ich noch ein Recap machen. Warum mache ich das? Weil es sehr wichtig ist für uns. Wir sind Gesamtlösungsanbieter und wir verstehen uns als Trusted Advisor. Und soher möchte ich noch mal schnell sagen, was wir in dem Fokus auch Ihnen präsentiert haben. Wir haben Ihnen gezeigt, dass es eine neue Welt gibt, auch im Retail. Wir sind Retail. Es gibt neue Store-Konzepte, es gibt neue Technologien, es gibt vor allen Dingen auch neue Bedürfnisse unserer Kunden oder ihrer Kunden und es gibt neue Player am Markt. Omnichannel ist das Thema, über das wir permanent sprechen, schon seit mehr als 2 Jahren. Aber es ist nicht nur einfach, dass wir neue Businessmodelle haben, sondern wir haben Kunden. Und Ihre Kunden bewegen sich heute darin, dass wir sagen, sie haben eine Connection zu Omnichannel, sie wollen Fachberatung, sie haben möglicherweise eine schnelle Verfügbarkeit und zusätzliche Services. Das wünschen Ihre Kunden. Wir sagen, okay, was bringt das für Sie? Sie können Ihre filialisierten Einzelhandelsfilialen
optimal einsetzen. Sie können Service Level durch kürzere Lieferzeiten anbieten, aber Sie können auch sagen, out of stock oder höhere Produktivität auf Ihrer Filialfläche schaffen. Wir sehen das immer wieder und für uns ist das ganz wichtig, dass Sie das so verstehen. Das war jetzt mal ein kurzer Abriss von der Bison. Ich würde jetzt Harry übergeben seitens Trendforscher von der Firma Trihau, der Ihnen zeigt, unabhängig von der Bison, wohin die Trends im Retail gehen. Harry, bitte. Besten Dank, Petra, für dieses spannende Intro. Ja, Trends im Retail, wo geht's hin? Ich möchte gleich einsteigen und ich muss Sie etwas enttäuschen. Ich kann Ihnen heute nichts Neues zeigen, denn die Zukunft ist bereits da. Ich sehe immer viele Unternehmen, die warten auf die Zukunft, aber wir sind bereits in der Zukunft angekommen. Die einen von Ihnen haben vielleicht das Auto heute per Voice gestartet. Ich kann mit meinem Handy das Sofa mit der IKEA-App bereits in die Wohnung stellen, obwohl ich es noch nicht habe. Wir haben Drohnenlieferungen, wir haben ganz, ganz viele Innovationen und die sind bereits in unserer Welt. Und entsprechend gibt uns das ganz viele Chancen, eben diese Adaptation schnell aufzunehmen und einen Schritt vorwärts zu machen. Und wenn wir davon sprechen, einen Schritt vorwärts zu machen, können wir vielleicht einen Schritt zurückschauen. Goodbye, Old World, das hieß es schon vor ganz langem. Denn die Steinzeit endete nicht, weil es keine Steine mehr gab. Das war ein ganz bewusster Entscheid von den Menschen, dass die nicht mehr mit Steinen arbeiten wollen, sondern dass sie neue Lösungen suchen. Und ja, sie haben die Steine zur Seite gelegt und sich neue Lösungsvarianten, Arbeitstools geschaffen, um so bewusst einen Schritt vorwärts zu machen. In dem Sinne, ich glaube, wir können uns an der Steinzeit orientieren und auch bewusst einen Schritt in die Zukunft machen, denn die Möglichkeiten sind da. Petra hat es vorhin erwähnt, Omnichannel, das war das große Thema, das wir Ihnen beim letzten Mal vorgestellt haben. Und ich möchte einfach noch mal ganz kurz erwähnen, Omnichannel heißt eben nicht nur überall kaufen. Omnichannel heißt überall informieren, überall inspirieren, vielleicht probieren können zu Hause. Und ja, Kauf, das kennen wir auf allen Kanälen. Aber auch der Service soll auf allen Kanälen kommen. Vom POS über den Pop-up bis zum Partner bis vielleicht in die virtuelle Welt. Und ja, dazu braucht es natürlich Tools und Prozesse. Da müssen sich Firmen und der Handel wirklich wandeln, dass diese neuen Möglichkeiten eben benutzt werden können. Und was braucht es dazu? Ganz klar, die Daten stehen im Zentrum. Die Vernetzung der Daten ist die zwingende Grundlage, um eben Omnichannel nicht nur auf den Kauf, sondern auf die ganze Servicekette anbieten zu können. Dies so als einsteigender Trend. Sie wissen das bereits, ja, die neuen Kanäle. Wir haben im Handel zwischen 15% und 50% Online-Anteil. Das verschiebt sich natürlich vom Web immer mehr auf Mobile. Die Leute kaufen auch unterwegs ein. Das verschmilzt. Wo viele Unternehmen noch nicht fit sind, ist mit der Voice. Ich will künftig mit Voice bestellen, weil es einfach ist. Und der nächste Schritt wird dann schließlich die Automatisierung sein, wenn mein Kühlschrank eben selber die Joghurt bestellt. Und in dem Sinne haben wir eine Smartification, eine Predictive Order, dass unsere ganzen Prozesse automatisiert werden. Das, was heute die Firmen machen, wird künftig auch im eigenen Haushalt passieren. Wieso? Weil es einfach ist und eben bequemer ist. Ein nächster Trend, auch nichts Neues, aber wir sehen, da gibt es ein Riesenpotenzial. Da braucht es einen Innovationsschritt, was Effizienz angeht. Und das nicht nur bei Ihrem Unternehmen, sondern auch die Kunden wollen Effizienz. Ihre Mitarbeiter sind gezwungen, effizienter zu sein. Und dazu braucht es neue Prozesse. Denn einfach nur 1%, 1%, 1% besser werden, so schafft man den großen Schritt nicht für eine Kostensenkung, für eine langfristige Optimierung. Gleichzeitig haben wir von Kundenseite ganz neue Ansprüche. Sie kennen das, Food Waste wird immer weniger akzeptiert. Da braucht es neue Tools. Und ich bin gespannt, was uns die Kollegen von Bison nachher zeigen werden, um eben genau ein Next Level erreichen zu können, was die Effizienz angeht. Ja, wir alle, wir haben die Auswahl, wenn wir einkaufen gehen. Wir haben unendlich viele Anbieter. Mit Online wurde es natürlich noch viel größer. Und wenn wir wählen können, dann wird die Wahl zur Definition von uns selber. Also wir definieren uns durch unseren Einkauf. Bin ich ein Kunde, der auf Nachhaltigkeit achtet? Ist mir Regionalität wichtig? Oder spielt mir das vielleicht keine Rolle und ich will einfach Premium? Oder ist mir die Sozialverträglichkeit wichtig? Das ist alles ein Entscheid, den ich bewusst entscheide als Einkäufer, als Kunde, wenn ich eben meine Einkäufe tätige.
In diesem Sinne wird es viel, viel wichtiger für die Händler, dass sie sich positionieren, dass sie wissen, für was sie einstehen und dass sie dem Kunden die Möglichkeit anbieten, sich über den Kauf bei ihnen zu definieren. Also suchen Sie sich einen Bereich aus und setzen Sie ganz fest auf einen Wert, anstatt allen zu gefallen und vielleicht dann niemandem zu gefallen. Und schließlich, nächster großer Trend, auch den kennen Sie sicher schon, aber ich möchte Ihnen das wirklich ganz fest betonen und mit auf den Weg geben. Die Transparenz ist wieder gefragt. Weshalb? Vor 2000 Jahren auf dem Markt war es transparent, wenn der Bauer mir seine Produkte verkauft hat. Ich wusste, die kommen von seinem Hof. Ich hatte das Vertrauen und ich kannte vielleicht sogar den Hof. Heute mit einer globalisierten Welt, mit langen Handelsketten, ist diese Transparenz verschwunden. Die Kunden kommen aber wieder zurück und möchten genau dieses Vertrauen wiedererhalten. Sie wollen wissen, von wo kommt was, wie schaut die Lieferzeit aus, wann ist das Produkt wieder verfügbar, von wo kommt das Produkt, welches sind die Inhaltsstoffe, etc. etc. Und ja, das möchte natürlich in Echtzeit haben. Wieso das alles? Wissenschaft, Vertrauen. Wenn ich weiß, was von wo kommt, wenn ich den Händler kenne und er mir auch im globalen Bereich das Vertrauen durch die Datentransparenz schaffen kann, dann vertraue ich ihm. Wenn Sie das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen, dann sind Sie langfristig der Gewinner. Und das wird über den Weg der Transparenz führen. Fassen wir das vielleicht kurz zusammen. Ja, wir alle, wir wollen es einfacher, weil es einfach eben einfach ist. Wir wollen es vernetzter, Omnichannel, der große Trend. Die Dinge sollen vernetzt sein. Ich als Kunde will mich nicht darum kümmern, wann, wie, wo, was. Ich will einfach wählen können. Ich möchte es individuell, ich möchte es sinnhaft, ich möchte es als einen Beitrag zu meinem Leben. Ich möchte anders sein und meine Identität stärken. Und ja, ich möchte es emotionaler, ich möchte es cooler, geiler, schöner, mit mehr Spaß. Das so die vier Richtungen, wo eigentlich alle Trends hingehen. In diesem Sinne wollte ich Ihnen kurz aufzeigen, eben, wohin geht die Reise. Da gibt es noch ganz, ganz viele Trends mehr. Da können wir vielleicht in einem nächsten Webinar darauf zurückkommen. Aber ich denke, jetzt wäre es an der Zeit zu schauen, was kann uns Bison ganz konkret zeigen, um eben Lösungen in diesen Bereichen aufzuzeigen. Besten Dank und ich möchte an meinen Kollegen André übergeben, der Ihnen nun einige Lösungen zeigt, wie das wirklich mit Bison umgesetzt werden kann. Ja, danke Harry für deine spannenden Gedanken und Ausblicke, die du uns da gegeben hast. Obwohl wir heute über ESL ist mehr als simple Preisauszeichnung sprechen möchten, gewinnt gerade die simple Preisauszeichnung aktuell stark an Bedeutung. Durch laufende Erhöhungen von Rohstoffen, Verteuerung von Transportwegen, ist es einfach so, dass die Artikel selbst im Laden immer teurer werden. Selbst Anbieter mit Tiefpreisgarantien, welche bislang auf Aktionen verzichtet haben, müssen neu, fast wöchentlich, Preise neu stecken, um die Verkaufspreise den erhöhten Einkaufspreisen anzupassen und die Marge so zu schützen. Wunderbar. Mit ESL beginnt die Digitalisierung der Filiale am Regal. Bei der Entwicklung von Bison ESL haben wir uns drei wesentliche Ziele gesetzt. Das ist zum einen, wir wollten mit unserer Mobile-Applikation sicherstellen, dass die Marktmitarbeiter die Filialprozesse direkt am Regal erledigen können. Zudem sollte die Mobile-App selbsterklärend sein und sehr einfach zu bedienen. Wir bekommen laufend sehr guten, positiven Feedback von unseren Kunden zurück und das zeigt uns, dass wir eigentlich dieses Ziel sicher erreicht haben. Um die Brücke zu schlagen zu Omnichannel möchte ich hier noch ausführen, dass auch ESL unterstützt. Zum Beispiel bei der Kommissionierung auf der Fläche unterstützen wir durch die ESL mit Pick by Light. Ich kann das schnell zeigen. Sie sehen, wir können mit einfachen Tricks die LEDs blinken lassen. Das heißt, der Filialmitarbeiter hat eine Kommissionierungsliste,
Er arbeitet diese ab und kann bei Bedarf beim korrespondierenden Artikel, den er entnehmen soll, das Label kurz blinken lassen. Und so kann er sicherstellen, dass er die richtige Schraubermutter oder Unterlagscheibe dann wirklich entnimmt und die Kommissionierung erfolgreich stattfindet. Genau. Das zweite Ziel, das wir verfolgt haben, das ist, wir wollten ein möglichst offenes System entwickeln. Was heißt das? Möglichst offen. Wir wollen Daten von irgendwelchen Quellsystemen anziehen, verarbeiten und weiterverwenden. Somit können wir zum Beispiel marktspezifische Informationen, sei es das Herkunftsland von Obst und Gemüse, sei es ein lokales Artikelsortiment oder vielleicht individuelle Preisabschriften in einer Filiale einfach pflegen und verwalten. Wir können aber auch externe Datenquellen anziehen. Als Beispiel nenne ich hier die wetterabhängige Anzeige. Wir können mit dem Wetterservice lokale Wetterinformationen vom Standort des Marktes anziehen und können dann ganz gezielt Promotions schalten auf wettersensitiven Artikeln mit unseren ESLs. Das dritte Ziel, welches wir verfolgt haben, ist, wir wollten ein Hersteller- und Hardware-unabhängiges System anbieten, welches aber alle führenden Produkte, ESL-Produkte der führenden Hersteller unterstützen. Wieso machen wir das? Zum einen geht es darum, dass unsere Kunden stets die Freiheit haben und sich entscheiden können, welche Produktinnovationen, und da kommen laufend neue dazu, sie einsetzen möchten. Sie sind nicht im Vendor-Lock. Sie haben die Möglichkeit, sich auf ein modernes und sehr innovatives System einzustellen. Wir haben einige Kunden, die betreiben heute in den Märkten unterschiedliche Systeme parallel, also im hybriden Ansatz, und können neben der Erstausstattung profitieren von ganz neuen Möglichkeiten. Genau, das bringt mich dazu, was wird uns die Zukunft zeigen. Eine dieser neuen Innovationen ist, die neuesten ESL-Generation verfügt neu über Knöpfe, über Buttons. Diese Buttons, die können mit bis zu 7 vorgeladenen Seiten auf den vorgeladenen Images auf den ESLs können dazu genutzt werden, um durchzublättern. Also mit einem Druck auf den Knopf können Sie einen Seitenwechsel auslösen. Unsere Kunden führen da unterschiedliche Strategien, wie sie diese zusätzlichen Seiten nutzen wollen. Zum einen ist das für die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Wir können auf der zweiten, auf der dritten Seite können wir zum Beispiel Lagerbestände einblenden. Wir können Informationen zum Kategoriemanagement liefern. Frische Kontrolle. Wann ist die nächste frische Kontrolle bei einem Produkt mit Mindesthaltbarkeitsdatum wichtig? Folgeartikel oder wann kommt die nächste Anlieferung im Markt an. Das sind Informationen, die kriegen wir mehrheitlich aus der Warenwirtschaft. Die frische Kontrolle ist eine Eigenheit, die steuern wir komplett in Bison ESL. Das heißt, wir überwachen, bei welchen Produkten besteht das Potenzial, dass es ein Artikel darin hat, welcher ganz neu am Mindesthaltbarkeitsdatum ist, und können ganz gezielt aussortieren, müssen nicht ständig alle Artikel kontrollieren. Gut, das ist die Mitarbeiterkommunikation. Mehr Kunden setzen die zusätzlichen Seiten aber dazu ein, um Informationen, die nicht Platz haben auf der ersten Seite, den Kunden zur Verfügung zu stellen. Mehrheitlich sind das Informationen zu Allergikerhinweisen, Nährwertangaben oder Inhaltsstoffe. Ja, die neuen Richtlinien der EU gehen immer weitergehende Kennzeichnungspflichten vor.
Und gerade wenn Sie ein Produkt verkaufen, das nicht eine schöne Verpackung hat, wo man all diese Informationen draufprinten kann, nämlich bei loser Ware sind Sie gefordert. Sie müssen diese Informationen, diese Kennzeichnungspflichten umsetzen. Lose Ware, da kommt mir zum Beispiel, kommen mir gleich die Backwaren in den Sinn. Und genau dort setzen unsere Kunden vielfach diese zusätzlichen Seiten ein, um diese Inhaltsstoffe anzuzeigen. Wenn Sie das machen, genügen Sie bereits den EU-Richtlinien und haben die Vorgaben erfüllt. Spannend ist auch, wenn mal eine Ware vergriffen ist, gibt es die Möglichkeit, dass wir zeigen, wann kommt die nächste Anlieferung? Das ist natürlich für den Marktmitarbeiter wie für die Kundenkommunikation sehr, sehr wichtig. Aber auch, in welcher Filiale gibt es den Artikel vielleicht noch? Kann ich ins Nachbardorf gehen und kriege den? Oder online bestellen ist auch möglich. Durch die Daten, die uns zur Verfügung stehen, können wir via NFC oder via QR-Code einfache Links erstellen zum Online-Shop zum Beispiel, wo Sie zum einen zusätzliche Informationen kriegen oder den Artikel schnell online bestellen können. Auch hier schlagen wir wieder die Brücke zum Omnichannel. Ja, die Online-Experience im stationären Handel ist sowieso ein Riesenthema. Also der Kunde erwartet, dass er diese Empfehlungen, die er auf dem Webshop kriegt, eben auch im stationären Markt zugänglich hat. Kunde kauft er auch, ist ganz ein wichtiges Beispiel. Oder Einblendung von Kundenbewertungen, wie wir es hier auf dem Bild sehen. Wir haben 4,3 von 5 Sternen Kundenbewertung bei 238 Rückmeldungen. Das gibt Vertrauen, da weiß der Kunde, dieses Produkt gefällt auch den anderen. Das ist ein gutes Produkt und kauft das. Und auch hier die Möglichkeit via QR-Code oder Link zu einem Produktinformationssystem oder zu einem Online-Shop schlägt die Brücke zu weiteren Informationen, die man auf dem Handy schnell abrufen kann. Gut, ich denke, für Sie wäre es sicher spannend, mal zu sehen, wie sich ESL im täglichen Einsatz verhält. Dazu haben wir meine Kollegin Jenny, die befindet sich aktuell im Migros-Wienen-Center in Bux und wir versuchen eine Live-Schaltung. Sie wird dabei begleitet von ihrem Kollegen mit der Handykamera. Ich hoffe, Ton und Bild funktioniert und Bandbreite, dass das alles funktioniert. Ich schalte um. Jenny, kannst du mich hören? Hallo André, ja, ich kann dich hören. Ich bin heute hier in der Migros-Filiale in Bux und zeige euch gerne die Funktionen und Neuigkeiten des ESL, also des elektronischen Preisschilds. Dazu gehen wir jetzt gleich mal zum Brot. Auf dem Schild wird jetzt der Preis für das Laugenbrezel angezeigt und ich kann hier unten auf den Knopf drücken. Dann werden mir Informationen angezeigt, was vor allem für lose Ware sehr hilfreich sein kann. Hier sieht man jetzt auf der zweiten Seite die Inhaltsstoffe sowie wichtige Informationen für Allergiker. Insgesamt können 7 Seiten angezeigt werden und nach einer Weile switcht die Anzeige automatisch zurück zum Preis. Jetzt hole ich mir noch meinen Lieblingsdrink. Ich überprüfe täglich das MAD und dank Bison kann ich es einfacher überwachen. Hier in der Ecke sieht man die Zahl 0 und somit weiß ich, dass das Produkt heute abläuft, dann kann ich es gleich rabattieren. Hier zeige ich euch noch wegen dem ESL-Filter. Hier sieht man noch
Kategoriemanagement, Infos. Super, vielen Dank für die spannende Information. Gerne. Jetzt nehme ich mir aber noch meinen Lieblingsdruck. Wenn Sie das letzte Produkt schon genommen haben, dann kann ich es gleich auf Abverkauf stellen. Sie können mit dem Handy auf NFC abscannen. Dann können Sie schauen, ob es noch online hat oder in einer anderen Filiale. Ah, super, jetzt sehe ich gleich das Produkt online und kann es online bestellen oder sehe in welcher Filiale, dass es noch verfügbar ist. Außerdem sehe ich hier unten alle Informationen zu den Zutaten und Allergien. Diese Funktion ist im Moment aber noch in der Pilotphase. Jetzt kann ich mir meinen Drink online bestellen und das hat mir meine Tag gerettet. Gerne gebe ich zurück zu André ins Studio. Super, danke vielmals, Jenny. Ich hoffe, Sie haben in dieser Live-Schaltung gesehen, Eindrücke erhalten, wie wir Bison ESL einsetzen und auch wie die Nutzung einer zweiten Seite ausschauen könnte. Herzlichen Dank auch an die Migroare für die Unterstützung, dass wir diesen Dreh machen konnten. Migroare ist für uns der wichtigste Kunde in der Schweiz. Da haben wir ein ganz erfolgreiches Projekt und ich möchte mich hiermit bedanken. Gut, wir nutzen die zweite Seite aber auch für Barrierefreiheit. Spannend. Wir werden, oder die Sehbehindertenorganisationen melden sich bei uns, aber auch in den verschiedenen Märkten laufend mit der Problematik der Lesbarkeit der Labels. Durch die sehr gute und immer besser werdende Auflösung, die so ein ESL bietet, lassen sich natürlich mehr Informationen aufstellen, aber auch es wird unübersichtlicher, kleinere Schrift und im Zusammenspiel mit der Reflexion, die es bei so einem ESL geben kann, wird es schwierig für Menschen mit Sehbehinderung die Labels zu lesen. Ich habe hier mal ein Beispiel. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist dieses Label, das wir gezeigt haben. Unser Ansatz ist hier, wir wollen die zweite Seite nutzen. Ich drücke hier mal auf den Knopf. Das müsste gehen. Man sieht auch den Wechselprozess. Wir nutzen die zweite Seite aktuell, um eine optimale Lösung zu erstellen. Was machen wir hier? Wir reduzieren die Informationen auf das absolute Minimum. Sie sehen hier Artikelangabe, vielleicht noch das Gewicht und den Preis. Nicht mehr und nicht weniger. Dafür verwenden wir weiße Schrift, großgeschrieben, auf einem schwarzen Hintergrund. Durch diesen Kontrast fällt es den sehbehinderten Menschen massiv einfacher, um die Informationen, die sie benötigen, lesen zu können. Aber es kann natürlich auch weitergehen. Ich zeige das nochmals. Ich wechsle auf die nächste Seite. Und was erscheint? Es erscheint unten rechts ein QR-Code. Den kann man sehr einfach mit der Kamera abscannen. Ich mache das mal schnell. So. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Ich hoffe, man kann es hören. Snickers Schokoladenriegel 50 Gramm 1 Schweizer Franken und 20 Rappen. Achtung, Allergiker Hinweise. Produkt enthält Erdnüsse und Spuren von Haselnuss und Magermilchpulver. Genau. Bison ESL hat natürlich massiv mehr Informationen zur Verfügung als nur den Artikelnamen und der Preis, sondern wir haben Zugriff auf massiv mehr Inhalte. Was machen wir? Wir bauen aus
diesen sogenannten Zusatzinformationen. Sie haben es gehört, das sind auch wieder Allergikerinformationen und Inhaltsstoffe, die wir hier verwenden. Dann, die nehmen wir und bauen uns quasi einen QR-Code. Das kann, man könnte auch den NFC-Chip, welcher auf den Labels drauf ist, bespielen und rufen den Bison ESL Text-to-Speech-Service auf. So können wir auch das Bedürfnis nicht nur von Sehbehinderten, aber grundsätzlich auch für Sehbehinderte befriedigen, dass sie zu diesen Informationen kommen, welche sie unmöglich lesen könnten. Das sind Ansätze, die verfolgen wir, und es ist noch nirgends live, aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten wird das produktiv kommen. Einen weiteren spannenden Fall. Kunde wünscht Beratung. Hier nehme ich wieder dieses Label. Man sieht es, es ist ähnlich. Der Kunde hat auch hier wieder die Möglichkeit, Knopf zu drücken. Dann blinkt die LED zur Bestätigung. Und was passiert dann? Der Marktmitarbeiter, der kriegt auf seinem MDE-Gerät eine Push-Nachricht, eine Pop-up-Nachricht, die sagt, der Kunde wünscht Beratung am expliziten Artikel, wo er steht, und kann dann den Kunden kann zum Regal gehen und den Kunden beraten. Das wird vor allem in beratungsintensiven Produkten genutzt. Das ist sehr verbreitet bei Do-it-yourself und Baumärkten. Sie sehen es hier bei Weininformation, aber auch bei Elektronik, wo der Kunde vielleicht Beratung möchte für den 75 Zoll LED-Monitor. Sie können sich vorstellen, das geht natürlich massiv weiter, als nur eine zweite Seite aufzurufen. Wir haben dazu in Bison ESL eine State Engine entwickelt und integriert. Diese State Engine, die kann Daten von unterschiedlichen Systemen entgegennehmen und verarbeiten. Somit können Prozesse angestoßen oder gesteuert werden. Und zwar von wirklich quasi jedem System. Auch der Knopfdruck ist eigentlich nur ein Input für die State Engine. Das heißt, wir können in Bison ESL Knöpfe so konfigurieren, dass sie zu sogenannten Action Buttons werden. Der Knopfdruck wechselt somit nicht auf die zweite Seite, sondern meldet direkt zurück an die State Engine, dass ein Knopf gedrückt wurde und bei welchem Artikel. Dadurch können wir diese Informationen vielfältig verarbeiten. Die State Engine kann als Beispiel, wir können einen Status setzen, wir können aber auch mit einem Drittsystem zurückkommunizieren. Wir können beispielsweise eine API ansteuern, zu einem Digital Signage Screen oder zu der Warenwirtschaft, vielleicht aktuellen Lagerbestand abholen oder eine Nachbestellung triggern. Wir können auch E-Mails oder SMS versenden und wie in diesem Beispiel mit der Kunde wünscht Beratung, senden wir eine Push-Notification auf ein Smartphone oder auf ein MDE-Gerät. Die State Engine, die lässt sich sehr einfach in Betrieb nehmen. Wir verwenden dazu Eclipse Papyrus. Das ist eine Open-Source UML-Modeling-Software für die grafische Gestaltung von Prozessen. Ist der Prozess grafisch gestaltet, können wir das UML-Diagramm einfach in Bison ESL hochladen und dann entweder auf einer ganzen Filiale oder auf einer Artikelgruppe oder explizit auf Artikelebene aktivieren. Wir können somit auf Artikelebene sagen, wie soll sich ein Knopf verhalten? Soll er die zweite Seite zeigen, die dritte Seite? Soll er als Action-Button konfiguriert sein? Und wir können unterschiedlichste Prozesse im Backend damit steuern. Ich denke, Sie verstehen, dass wir damit ein ganz neues Kapitel eröffnen und durch diese bidirektionale Kommunikation können wir Prozesse steuern. Und aus Zeitgründen kann ich hier nicht noch tiefer eingehen. Ich, äh,
ich denke, wenn Sie Bedarf haben, mehr zu erfahren, was für Prozesse wir bei Ihnen durch die Bison ESL Straight Engine unterstützen können, melden Sie sich und wir machen einen Vororttermin und zeigen Ihnen, was diese Engine noch weiter kann. Gut, somit würde ich gerne an Petra zurückgeben für die Conclusion. Vielen Dank, André. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben gehört, wie wir uns weiterentwickeln, was eigentlich der Tonation der Bison entspricht. Wir sind Gesamtlösungsanbieter und wir sagen, mit ESL beginnt die Digitalisierung auf der Filialfläche. Wir haben Ihnen dadurch, dass wir so lange schon im Handel tätig sind und auch Softwarehersteller, neue Möglichkeiten gezeigt, wenn Sie sich für die Bison entscheiden, wie Sie in Zukunft mehr als nur Preisauszeichnung am Regal machen können, durch Mitarbeiterinformationen, durch Kundeninformationen. Ganz klar, Herr Schaffner hat Ihnen gezeigt, ganz neue Technologien, die aber wirklich sehr interessant sind, auch für den Handel, ist Barrierefreiheit und aber auch State Engine. Sprich, durch die Möglichkeit der Entwicklung des ESL per Hardware können wir Funktionen ansteuern, die ansonsten nicht möglich wären, direkt am Regal. Natürlich möchte ich noch ganz kurz einen Fazit und einen Ausblick geben. Also wie gesagt, heute war unser Fokus ESL. Wir machen das schon sehr lange. Wir sind eigentlich auch Pioniering im Bereich ESL. Die Bison hat von Anfang an mit den Herstellern dieser, sage ich mal, Hardware-Devices die Software mit und gemeinsam entwickelt. Deswegen sagen wir, es ist mehr als nur digitale Preisauszeichnung. Aber und vor allen Dingen, es ist die Kombination, wie auch Harry Hofstetter gesagt hat, es ist mehr als ein Online-Shopping, es ist mehr als Click and Collect, es ist einfach, wie gesagt, der Weg. Der Kunde wird heute oder in Zukunft entscheiden, wo ist meine Inspiration zum Kauf, was mache ich, was probiere ich, was ist mir wichtig, welche Werte will ich verfolgen. Und wir als Bison Softwarehersteller sind parat und werden auch diese Produkte immer so entwickeln. Ganz wichtig, wir haben Standard-Softwarelösungen, aber wir entwickeln auch mit unseren Kunden. Ja, wir durften und wir konnten ziemlich viele Kunden gewinnen und wir sehen uns ganz klar als Lösungsintegrator. Und Lösungsintegrator bedeutet immer wieder, wir holen unsere Kunden dort ab, wo sie sich gerade befinden, wo ihr Need am meisten ist. Wir haben dazu unsere Projekterfahrung, aber wir haben auch unsere Lösungen. Sprich wirklich Softwarelösungen, die wir entwickelt haben, die jeden Tag bei unseren Kunden laufen, die auch mit Support verbunden sind. Bedeutet, dass wir Support bieten für ihre Mitarbeiter, für unsere Kunden und so weiter. Und als Softwarehersteller sind wir aber auch in der Lage, wirklich individuelle Kundenentwicklungen anzubieten. Wir haben unter anderem eine kurze Zusammenfassung für Sie. Wir haben alles, was im Bereich ESL, wo wir heute präsentiert haben, als Hauptfokus für die zweite Serie Future Retail 2.0, haben wir Videos, das können Sie sich gerne anschauen. Wir sagen ganz klar, Hardware ist das eine, aber wir sind Lösungspartner. Wir wollen, dass die Software das tut, damit sie Mehrwert, agil und sowohl auf ihrer Filialfläche haben. Unser neuer Fokus, die dritte Trilogie aus unserem Retail 2.0, wird sich ganz klar auf die Zentrale fokussieren. Bedeutet, überall dort, wo Stammdaten sind, überall dort, wo Businessprozesse sind, bis und mit in die Filiale hinein. Da sind wir auch ganz ein starker Partner, schon auch mehr als 35 Jahre. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, so Sie das möchten, die Eurozis
findet statt in Düsseldorf zwischen 31.05. und 2.26.2022. Da sind wir vertreten. Dort werden wir Sie überraschen mit noch einem ganz anderen Modell, das wir sehen, auch in Zukunft, additional und so weiter, für eine Handelsstrategie. Ja, und herzlichen Dank. Wir sagen vielen Dank, André. Harry, Dankeschön. Wie gesagt, wir sind jederzeit für Sie erreichbar. Viele kennen uns schon und Bison ist, wie gesagt, ein Gesamtlösungsanbieter. Und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen euch noch einen ganz schönen Tag Ihnen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.